Hallo, mein Name ist Dr. Jan Böhmermann. Ich bin 19 Jahre alt und handelskammergeprüfter Lifestyle- und Mental Coach. Hordensteingardist bei World of Warcraft. Hey Sascha, Gruß an die Gilde. Jan, aufwachen. Hallo, mein Name ist Dr. Jan Böhmermann. Ich bin 21 Jahre alt und handelskammergeprüfter Lifestyle- und Mental Coach. Level 60 Hexenmeister bei World of Warcraft. Hey Martin, Gruß an die Gilde. Und Digitalsparten-Qualitätsentertainer mit 3 Michelin-Sternen. Heute möchte ich das allerletzte Mal mit Ihnen über meine alte Sendung sprechen. Beim kleinen Mini-ZDF, bei ZDF Neo. Das Neo Magazin Royal. 6 Jahre und 42 Tage alt. Sie wissen schon, diese kleine, trottelige Krawallshow, die immer so ungefähr um 22.20 Uhr oder um 22.45 Uhr läuft. Also je nachdem, wie lange Oliver Welke dieses Schwein überzieht. Tomate. Das Neo Magazin Royal, präsentiert von grüner Paprika. Die Paprika mit dem Verwöhnaroma. Grüne Paprika. Nur echt mit dem grünen Strunk. Sie fragen sich völlig zu Recht, wieso lief diese beschissene Sendung überhaupt so lange? Hatte ZDF Neo nichts Besseres zu senden? Erstens, völlig richtig. Zweitens, exakt. Und drittens, ich bin seit 6 Jahren und 42 Tagen sowieso hier mental bereits ganz woanders. Im ZDF Hauptprogramm! Hauptprogramm! Da gehöre ich hin, also meiner Meinung nach. Ich hoffe, wir haben Sie die letzten 6 Jahre und 42 Tage unterhaltungstechnisch bei der Hand genommen und Ihnen viel Freude bereitet. Wenn nicht, mir doch egal. Wir haben uns wirklich echt richtig Mühe gegeben. Wissen Sie noch, diese eine Nummer? Wo ich mich als Königin Beatrice verkleidet und in Schloss Bellevue geschmuggelt habe? Oder, ey, oder wie ich den Schah von Persien beleidigt habe? Oder im ZDF-Fernsehgarten mit einer Banane telefoniert habe? Oder diesen Bungee-Sprung, wo das Bungee-Seil hinten an meinem Rücken mit Piercings festgemacht war? Ich lach heute noch Tränen. Tränen, Larry. Apropos Tränen. Wo ist eigentlich Ralf? Ralf ist wahrscheinlich an einem besseren Ort. Egal, was soll's. Es gibt noch so viele andere loyale, freundliche, kompetente Mitarbeiter hier in der Bild- und Traumfabrik. Colonel? Mitarbeiter, die ich einfach nur anrufen muss und dann kommen die und machen mit bei einem Dreh, sind persönlich hier vor Ort. Hey, Florentin. Sophie, pass mal, alte Genossin. Liebe Grüße von Lars Klingbeil. Gruß zurück. Kann ich vielleicht dann doch noch mal irgendwie in einem Einspieler bei euch mitmachen oder so? Nee, Olli P., nee. 6 Jahre und 42 Tage lang haben wir uns nur um die wichtigen Themen gekümmert. Nee. Ich meine, wer hätte sonst die 3 großen S gecovert? Sozialdemokratie, Schwiegertochter gesucht und Saarland. Aber jetzt ist es Zeit zu springen. Gib mir die Mütze. Zu springen vom digitalen Spatenrand zum Rand des ZDF-Hauptprogramms. Oh, hoffentlich nicht wieder nach Oliver Welke. Obwohl besser nach Welke als gar nichts. Hinter dem Welke muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, liegen dahinter verborgen und dann. Und Sie haben völlig richtig gehört. Das Neo Magazin Royal geht und etwas Neues kommt. Ich weiß, Veränderung ist immer schwer. Das macht Ihnen Angst, aber keine Sorge. Wollen Sie wirklich, dass ich von meinem Fernsehego aufgefressen werde? Wollen Sie wirklich, dass ich mich in meine Bühnenfigur verwandle? Wollen Sie wirklich, dass ich am Ende als Videokolonist bei Spiegel Online lande? Nein, nein, nein! Was Neues muss her! Was Neues muss her! Und mein Team und ich, wissen Sie, wie wir uns jetzt fühlen? Richtig geil! Oh!